In diesem Video zeige ich dir, wie du eine wirklich leckere Pizzawaffel selber machen kannst. Das Rezept ist wirklich einfach und alle Mengenangaben sowie eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung findest du unten in der Videobeschreibung. Als erstes machen wir hier einen Teig für belgische Waffeln, denn diese dienen später als Boden für unsere Pizza. Da geben wir jetzt erstmal Zucker, Vanillezucker, Salz sowie die Eier in eine etwas größere Schüssel und verrühren dies dann miteinander mit dem Handrührgerät, bis daraus dann eine glatte Masse entstanden ist. Und danach kommen dann eben noch die trockenen Zutaten einmal mit dazu und werden ebenfalls hier einmal mit untergerührt. Haben wir dann einmal etwas Backpulver, die Butter. Sowie natürlich auch das Mehl. Und die Milch kommt ebenfalls noch mit dazu. Alles wie gesagt schön miteinander verrühren. Und dann haben wir im ersten Schritt schon mal den Teig für unsere belgischen Waffeln fertig. Und müssen diese jetzt natürlich erst einmal ausbacken. Dafür gibst du dann ganz einfach etwas von dem Teig in dein Waffeleisen. Und wartest, bis die Waffel dann gut ist. Sie sollte eben nicht zu knusprig werden, da sie nochmal in den Backofen kommt. So sieht das Ganze bei mir jetzt hier aus. Und jetzt geben wir dann unseren Pizzabelag oben drauf. Als erstes kommt natürlich etwas Pizzasoße. Danach dann Salami zum Beispiel. Du kannst natürlich auch Schinken nehmen oder was auch immer du eben auf deine Pizza haben möchtest. Belag ist da natürlich frei wählbar. Ich mache jetzt hier überall einmal Salami drauf. Und danach folgt dann auch noch etwas Käse natürlich. Und hier für mich ist das jetzt schon alles. Und danach muss das Ganze dann eben nur noch in den Backofen. Der ist natürlich schon mal vorgeheizt. Und das Ganze sollte dann ungefähr 10 Minuten in den Backofen. Denn hier geht es eigentlich nur darum, dass alles schön warm wird und der Käse natürlich etwas zerschmilzt. Wenn du das Ganze dann aus dem Ofen holst, dann kannst du es natürlich auch direkt verspeisen. Und es ist wirklich eine super leckere Mischung aus einem süßen Waffelteig und dazu der herzhafte Pizzabelag. Wenn dir dieses Rezept gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie dir diese Pizzawaffeln geschmeckt haben. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues leckeres Rezept mehr verpasst.